Hallihallo und herzlich willkommen zu unseren Frühjahrskonferenzen und heute mit dem Thema Engagement von Jugendlichen. Mit uns diskutieren heute drei super besondere Persönlichkeiten und ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Claudia Blackholm, Nationalratsabgeordnete. Herr Manfred Bentner, Jugendforscher. Und Philipp Türke, Vorstandsmitglied der Bundesjugendvertretung. Hallo, grüß euch und danke fürs Teilnehmen. Bevor wir weiter auf euch als Personen und auf Engagement in der Jugend eingehen werden, habe ich mir aber Fragen überlegt, die euch die Zuschauer ein bisschen besser kennenlernen lassen, bevor wir quasi zu den wirklich wichtigen Themen gehen. Und zwar würde ich euch bitten, euch immer für eines zu entscheiden. Entweder mit Daumen hoch für das eine oder mit Daumen runter für das andere. Gut. Entweder für immer Pizza oder für immer Pasta. Okay, da herrschen Uneinigkeiten, ihr seht schon. Entweder Schülervertretung oder Studierendenvertretung. Okay, auch gut zu wissen. Seid ihr Team Distance Learning oder Team Präsenzunterricht? Okay, auch Uneinigkeiten. Lieber Serien oder lieber Filme? Lieber Snowboarden oder lieber Skifahren? Okay. Und lieber bei der Rettung mithelfen oder beim Musikverein? Gut, ich sehe, das wirft ganz schön viel Diskussionspotenzial auf. Aber darum soll es heute nicht in erster Linie gehen, sondern heute soll es um das Engagement von Jugend und von den Jugendlichen gehen. Und ich würde euch bitten, euch ganz kurz vorzustellen und zu sagen, wie ihr heute hierher kommt und was für euch das Engagement von der Jugend und von Jugendlichen denn so besonders macht. Ich würde mit der Claudia starten. Bitte, Claudia. Dankeschön, liebe Jana, liebes Team der Schülerunion. Freut mich sehr, dass ich bei den Frühjahrskonferenzen mit dabei sein darf. Claudia Blackholm, mein Name, bin 26 Jahre alt und komme aus Oberösterreich, wie man vielleicht hört. Ich bin von klein auf de facto viel in Vereinen aktiv und nach wie vor auch sehr engagiert daheim. Das ist irgendwo das, was für mich ja meine Kindheit stark geprägt hat, von der Jungschau angefangen über die Landjugend bis hin zum Musikverein, bei dem ich seit meinem 10. Lebensjahr mitspielen darf, in der vorletzten Reihe am Dürfenblech, dritte Posaune. Und das ist was, wo alle Generationen zusammenkommen. Aber nachdem es sehr stark um das Thema Jugendliche und im Ehrenamt in Vereinen geht, glaube ich, kann man da viele Erfahrungen vor allem auch mitnehmen. Und für mich ist es neben meiner Tätigkeit im Parlament immer ein wunderschöner Ausgleich, wenn man heimkommt. Und ich freue mich, wenn wir bald wieder an einem Freitagabend im Probeheim benannt sind. Weniger wegen dem Musizieren, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich spiele dritte Posaune, so ehrlich müssen wir sich sein, dass ich kein Profi bin, aber mehr wegen dem gesellschaftlichen Zusammenkommen, wieder miteinander reden und das macht für mich das Ehrenamt einfach ganz stark aus. Danke dir, Claudia. Ich würde weitermachen mit dem Herrn Zentner, bitte. Ja, hallo Jana, hallo allseits. Es freut mich auch, dass ich bei der Schülerunion bei den Frühjahrskonferenzen dabei sein darf. Ich bin ein bisschen älter, werde heuer 55 und kann mich dunkel an Dinge aus meiner Jugend erinnern, bin aber Jugendforscher. Das heißt, ich interessiere mich dann mehr für die Jugend der anderen Menschen und wie es denen so geht. Und da komme ich natürlich um das Engagement junger Menschen als wesentliches Forschungsthema gar nicht drum herum. Und gerade im deutschsprachigen Raum, in Zentral- und Mitteleuropa ist Jugend, Arbeit, sind Vereine ein wesentliches Element der Gesellschaft. Und da beschäftigen wir uns natürlich immer damit in der Forschung, auch mit dem Wert für die Gesellschaft, mit dem Wert für die einzelne Person. Vielen Dank. Lieber Philipp, wie kommst du heute zu uns?
Sehr gerne, auch danke für die Einladung an dieser Stelle. Ich bin ja da, glaube ich, der noch am, unter Anführungszeichen, am nächsten an der Schülerin und selber dran ist. Ich bin der Philipp, 23 Jahre alt, komme ursprünglich auch aus der Schülerin und daher genau, kenne ich den Verein recht gut, war da tätig, auch 5 Jahre lang, zuletzt dann als Landesobmann in Niederösterreich 2017, 18. Genau, sonst bin parallel bis heute weiterhin ehrenamtlich tätig, auch weiterhin an der ÖH selber, an meiner FH und jetzt auch eben seit 2 Jahren in der Bundesjugendvertretung in Österreich und darf mich da auch weiterhin den wichtigen Themen für alle Kinder und Jugendlichen als so gesehen auch immer weiterhin widmen. Und warum oder genau auf die Frage auch zurückzukommen oder auch das Schöne an der Jugendarbeit einfach für mein Gefühl immer diese große Vielfalt an den verschiedensten Möglichkeiten, sich zu engagieren, Gutes zu bewirken zu können und dabei im besten Fall natürlich auch noch Spaß haben zu können. Danke euch drei. Ich würde gleich beim Philipp bleiben. Ein Paradebeispiel für das Engagement in jungen Jahren ist ja die Bundesjugendvertretung. Und wenn man jetzt so von der BJV hört, können sich vielleicht manche dann das Wort wegen was drunter vorstellen. Aber für manche ist es natürlich auch nur was ganz Unerfahrenes oder was sie noch nie gehört haben. Könntest du kurz sagen, was die Bundesjugendvertretung so macht? Ja, BJV steht für Bundesjugendvertretung, wie du gerade gesagt hast. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Dachverband, wo so insgesamt sind es 57 oder 56 Jugendorganisationen aus ganz Österreich drinnen sind. Quer durch die Bank aus den verschiedensten organisatorischen Richtungen, die im Endeffekt von Gaming über Religion, über Politik bis hin zu Musizieren, quer durch die Bank, alles dabei eigentlich vertreten sind. Genau, und diese Organisation, so gesehen gesetzlich vertretend, alle Meinungen aller Kinder und Jugendlichen in Österreich genau vertreten, genau, und sich da eben tagtäglich sehr stark für alle Kinder und Jugendlichen in Österreich einsetzen. Und in dem Wort Bundesjugendvertretung ist auch das Wort Jugend drinnen. Was heißt in diesem Fall Jugend? Also von welcher Altersgruppe sprechen wir da? Ja. Die Bundesjugendvertretung so gesehen, genau wie du gerade gesagt hast, definiert sich so gesehen für alle Kinder und Jugendlichen vom ersten Lebensjahr bis zum 30. Lebensjahr. Genau, also so gesehen kann man wahrscheinlich darüber diskutieren, wie jung man in diesem großen Bereich man sich selber dann vielleicht reinstuft. Genau, und so gesehen, das sind dann genau 3 Millionen Personen in Österreich. Und gleich zum Anschluss noch eine Frage. Zwar das letzte Jahr war ja doch für die meisten Jugendorganisationen sehr prägend, für die meisten Vereine sehr prägend. Und wie hat sich jetzt da auch eure Arbeit in der Bundesjugendvertretung irgendwie verändert? Wie siehst du jetzt die Veränderungen, die in anderen Vereinen so stattfinden? Und was kannst du uns da so zum letzten Jahr erzählen? Ja. Vielleicht zurückblicken, wie es vor und anschließend Corona noch war. Für mich immer so schon das Mitglied, normalerweise so alle 1-2 Monate eine Sitzung dazwischen, die verschiedensten Veranstaltungen in Präsenz natürlich. Digital war bis dahin bei uns intern selber sehr, sehr wenig Thema. Und aber auch für mein Gefühl, was wir immer mitbekommen haben bei den meisten Mitgliedsorganisationen bei uns. Durch Corona selber wurde man ja dann wie wir alle wissen, zum gewissen Teil gezwungen zu schauen, wie man seine verschiedensten Angebote und Veranstaltungen auf digitale Wege umstellt. Genau, da wie du gerade gesagt hast, sicherlich eine große Herausforderung für die einen oder anderen bis heute, dass es einfach gewisse Unterschiede natürlich gibt zwischen Präsenz und digital. Aber für mein Gefühl doch recht gut funktioniert hat, was wir zurückbekommen haben, wie es bei uns funktioniert hat. Und so gesehen, glaube ich, auch für sicherlich einige eine Möglichkeit war, sich einmal weiterzuentwickeln oder den digitalen Bereich und Anführungszeichen gezwungenermaßen selber neu zu forschen und da auch die Digitalisierung zu einem gewissen Teil als neue Möglichkeit zu sehen. Würdest du sagen, du warst im letzten Jahr mit mehr Jugendorganisationen in Kontakt, weil es irgendwie vielleicht leichter ist oder weil man sie schnell mal über Zoom zusammensetzen kann, als wie die Jahre? Ja, na stimmt, genau. Also die Hemmschwelle, wobei ich finde es noch einmal ein bisschen einen Unterschied, die Hemmschwelle, sich digital und anzusagen einzuklinken, ist grundsätzlich geringer, das stimmt. Also ich glaube, da war ich sicherlich mit mehr Organisationen und mit mehr Personen im Austausch in Kontakt. Ich glaube, der Unterschied ist dann wahrscheinlich, mit welcher Ernstlichkeit oder wie intensiv ich dann dabei bin und ob ich nicht parallel einen Zoom-Link offen habe, da in der Veranstaltung drin bin, meine Kamera auswitch und weiß ich nicht, parallel vom Koch bis hin zu, keine Ahnung, was mache, Bügel oder irgendwelche anderen Sachen kann ich auch daheim machen. Das
heißt, vielleicht wird die Hausarbeit ein bisschen mehr passiert als wieder mit dem Code. Genau, also ich kenne es sowohl von mir als auch von ein paar Freunden aus dem Studium, aus der Bundesjugendvertretung selber, dass man gerne auch einmal verleitet ist, parallel ein paar andere Dinge zu machen und da ein bisschen multitaskingfähig ist. Ja. Vielleicht dann die Claudia, cool. Claudia, hat sie Online-Musikbuch gehabt? Nein, leider nicht, aber wir haben ein sehr, sehr cooles Video aufgenommen, ist auf Facebook abrufbar, wo wir den Spielmannsbrust, den Marsch, alle miteinander spielen von daheim aus. Jeder hat seine eigene Stimme aufgenommen mit Kopfhörer, dass das dann vom Tempo auch gut zusammenpasst. Aber wir sehnen sie natürlich danach, dass wir wieder eine Marschwertung mit Bezirksmusikfest gehen können. Das ist so das Hochamt eines Musikers für alle, die sie auskennen. Also wirklich das, auf das man jahrelang hinarbeitet. Ja, Philipp, wie wird es jetzt vielleicht nur die nächsten ein, zwei Monate bei euch ausschauen mit ihr drauf? Ja, also grundsätzlich auch weiter natürlich Schwerpunkt digital. Wie wird es grundsätzlich weitergehen? In den letzten Monaten war unser Schwerpunkt darauf zu schauen, wie können wir unsere ganzen Mitgliedsorganisationen unterstützen. Und genau da, also wenn ich vom letzten Jahr so gesehen auch wieder vorgreife, was wird jetzt bei uns wahrscheinlich als nächsten Schwerpunkt groß auf uns zukommen? Frühling, Sommer steht an, angefangen von Veranstaltungen, Seminaren, Pfadfinderinnen und Pfadfinderlager. Genau, einfach zu schauen, wie schaffen wir es mit passenden Auflagen und Rahmenbedingungen im besten Fall Jugendarbeit wieder möglich zu machen und dann natürlich genau einfach Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen quer durch die Bank natürlich auch einfach wieder mal was zu geben, wo es auch in Anführungszeichen rauskommen können, im besten Fall auch wieder Personen sehen können. Genau, und das aber eben natürlich mit der aktuellen Herausforderung in einem Rahmen, wie es natürlich dann auch einfach sinnvoll und natürlich auch angemessen ist für die Situation. Gut, danke dir fürs erste Mal. Ich würde zu Claudia weitergehen. Liebe Claudia, du hast gesagt, du bist schon sehr, sehr lange im Vereinsleben tätig und im ehrenamtlichen Engagement tätig. Könntest du uns vielleicht eine Geschichte erzählen, also quasi so im Erzähl-Mal-Format, irgendeine lustige Geschichte, die du die Jahre erlebt hast, wo du dich gerne zurückerinnerst und du denkst, ach, das waren Zeiten. Ja, da gibt es unzählige, aber ganz, ganz viele, die man nicht in diesem Rahmen erzählen kann, gerade wenn ich sehe, dass da links oben live steht auf YouTube, die lieber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Nein, es ist eh kein Geheimnis. Ehrenamt ist irrsinnig prägend und von dem her erlebt man da enorm viel. Man ist immer in einem großen Freundeskreis unterwegs, egal in welchem Verein. Und ja, was mich eigentlich so in den Jugendjahren, wo man so das Fortgehen ausprobiert und das dann auch glückt, sage ich jetzt einmal, was mich da sehr geprägt hat, war so unser erstes 3-Tage-Zeltfest bei mir daheim in der Gemeinde. Bei uns macht die Jugend, mehrere Jugendvereine miteinander, das Waldinger Sommerfest, immer das letzte Maiwochenende, außer 2020 und im heurigen Jahr lassen wir es auch nochmal aus. Und das ist wirklich was, wo die gesamte Gemeinde anpackt, sie unzählige junge Leute Urlaub nehmen, eine Woche vorher, dass sie ein Zelt aufbauen können, dass wir die Halle ausrahmen bei dem Bauernhof, wo wir sind, Hagelzäune aufstehen und alles, was dazugehört. Und da habe ich ja als 13-, 14-Jährige angefangen, auch mitzuhelfen. Und das ist nach wie vor was. Mittlerweile ja auch schon in Verantwortung, dann im Vorstand damals bei der Landjugend und dergleichen mit dabei gewesen. Da lernt man enorm viel. Und ja, auch wenn es dann oft so war, dass der Montag drauf in der Schule richtig zart war, aber man ist immer dann recht stolz da gestanden, wenn man 3 Tage wach nach einem 3-tägigen Zeltfest stolz war, erstens, dass nichts passiert ist. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich und da gibt es leider auch Erlebnisse, gerade auch in anderen Bezirken bei uns in Oberösterreich, wo vor ein paar Jahren was Tragisches auch passiert ist. Da sozusagen, da fällt einem ein großer Stein vom Herzen und umgekehrt ist man irrsinnig stolz auch auf die irrsinnige Gemeinschaft, die da entsteht im Laufe der Zeit, wenn man ja sich quasi ein bisschen Kraft auch holt für den Frühschoppen, der dann am Sonntag bevorsteht in der Hüpfburg und da kurz ansteht und schlafen darf, bevor die Gäste wieder eintrudeln nach der Kirche und man wirklich 3 Tage komplett am Limit arbeitet und das macht es einfach extrem lebenswert und das sind alles Dinge, die lernt man nicht in der Schule, was ich auch immer dazu sagen muss. Also, und das kann man auch nicht in der Schule lernen und darum kann ich es an jedem nur ans Herzen legen, man wächst über sich hinaus im Ehrenamt und das sind Erfahrungen, die umgekehrt auch am Arbeitsmarkt irrsinnig gefragt sind. Aus sicherer Quelle weiß ich ja, dass du auch in der Schülervertretung tätig warst. Und damit beschäftigen wir uns als Verein ja auch sehr viel. Und jetzt würde ich fragen, einfach nur aus persönlichem Interesse auch, kannst du an deine erste Schülervertretungswahl nur erinnern?
Und was war da so das Besondere? Und warst nervös und wie war das Setting und so? Ja, absolut. Also bei mir war es ja, ich meine, ich habe es eingangs gesagt, eher so von daheim aus geprägt, dass man sich engagiert und einbringt, weil eine Gesellschaft lebt nur noch mal von Leuten, die mehr machen, als was gefordert ist. Aber bei mir war es dann doch auch oft so, dass ich gefragt worden bin. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich bin in Linz in die Schule gegangen, in die 6. Klasse damals. Und dann hat mich eine Schulkollegin gefragt, na geh, jetzt lassen wir sie aufstimmen für die Schülervertretungswahl und dann können wir auf die coolen Seminare von der UHS in Oberösterreich fahren. Und das war eigentlich, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, der Beweggrund Nummer eins, warum wir sie aufstehen haben lassen und waren dann von Beginn an sehr begeistert, tolle Schulgemeinschaftsausschusssitzungen und haben im Schulzentrum selber sehr, sehr viel weitergebracht miteinander. Und ja, mich hat diese Zeit sehr geprägt. Ich war dann genauso wie der Philipp auch Landesobfrau der UHS in meinem Fall im Oberösterreich. Und mich hat das quasi über die Schulzeit hinaus begleitet. Und ich kann nach wie vor sagen, meine besten Freunde habe ich in der Schülervertretung gefunden, die ich nach wie vor habe, die nach wie vor zu meinen engsten Freunden auch zählen. Also das ist wirklich was, was ich auch an jedem nur empfehlen kann, weil man lernt nicht nur Leute aus dem eigenen Bundesland kennen, sondern aus ganz Österreich. Und was mir über so taugt hat, konstruktive Leute kennenlernen, die Ideen haben für die Schule, fürs Bildungssystem, wie können wir da was voranbringen und besser machen. Und das ist mir 100-mal lieber, wenn man Leute hat, mit denen man Ideen erarbeitet, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, wo man sich auch was abschauen kann von der einen oder anderen Schule, wo es schon gut läuft. Und dieser Austausch, der ist natürlich in jungen Jahren extrem gefragt. Und ich wünsche euch natürlich als Schülerunion, nachdem ihr jetzt dort Verantwortung habt, dass man bald auch wieder persönlich zusammenkommen kann, weil das macht das Vereinsleben nur noch mal aus. Da stimme ich da absolut zu. Und zwar hätte jetzt nur Abschlussfrage für deinen Einzelpart. Und zwar, welche Maßnahmen sollte man denn setzen, um alle junge Leute wieder zu motivieren zu lernen? Also jetzt mal ganz abgesehen von der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, sondern was sind denn Maßnahmen, damit sie junge Menschen auch ein Stück mehr engagieren? Ja, ich glaube, es ist gerade in Zeiten wie diesen enorm wichtig und wir haben es im letzten Jahr gesehen, dass wir angewiesen darauf sind, dass junge Leute sich engagieren, egal ob in Blaulichtorganisationen, da ruckt die Musik in den Hintergrund, wir haben es bei diesem Daumen hoch, Daumen nach unten Spiel schon gesehen, dass junge Leute mithelfen und Gott sei Dank sind wir in Österreich in der Situation, dass sie beinahe jeder zweite Jugendliche in seiner Freizeit neben der Schule, neben der Uni, neben der Lehre ehrenamtlich engagiert und ich glaube, das muss man auch wertschätzen, nicht nur von Seiten der Politik, sondern auch dieses gesellschaftliche Wertschätzen von Ehrenamt ist enorm wichtig. Und ich war zum Beispiel gestern gerade erst in der Teststraße bei mir in der Gemeinde. Und so eine Teststraße funktioniert ja auch nicht ohne Leute, die ehrenamtlich viel Zeit an den Wochenenden investieren. Und gehe dazu wie beim Parkplatz und dann steht ein alter Schulkollege von mir, der bei der Feuerwehr ist, da, sage ich, wie lange stehst du jetzt schon in der Köden? Naja, seit 8 Uhr in der Früh und bis 8 Uhr auf die Nacht, solange die Teststraße offen hat, ist er heute da, hat sich extra Urlaub genommen, dass er diesen Dienst, da geht es ums Parkplätze einweisen, machen kann. Und ja, man sieht, das funktioniert nur im Miteinander, da braucht es nicht nur medizinisches Personal, dass man sowas über die Bühne bringt. Und das ist immer irrsinnig schön, wenn man heimkommt quasi und auch dieses Vereinsleben da auch spürt. Ich glaube, es braucht viele Maßnahmen, nachdem du nach denen gefragt hast, dass man das Ehrenamt generell mehr wertschätzt. Ich stelle mir da auch immer eine gewisse Entlastung vor, sage ich jetzt einmal, für die Menschen, die mehr in der Gesellschaft leisten, als was von ihnen erwartet wird. Zum Beispiel in Form eines Steuerbonuses. Wir haben da mal eine Forderung entwickelt, einen Ehrenamtsbonus einzuführen, der ja Hausnummer 100 Euro beispielsweise pro Jahr betragen kann, wo man sich Lohnsteuer zurückholen kann, so nach Vorbild des Familienbonuses. Das ist natürlich für einen Feuerwehrkommandanten beispielsweise nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber gewissermaßen doch eine Wertschätzung und in Deutschland beispielsweise funktioniert das schon. Ich glaube, dass es auch gerade für junge Leute ein Zeichen der Qualifikation auch braucht, der einheitlichen Qualifikation nach außen. Wir reden da immer von einem Ehrenamtsgütesiegel, wo man einfach diese unterschiedlichen Ausbildungen, die man gemacht hat, ob man jetzt eine Trainerausbildung bei der Schülerunion gemacht hat, ob man einen Gruppenkommandantenlehrgang gemacht hat, ob man ja beim Roten Kreuz auch viele Ausbildungen durchlaufen hat,
dass man das irgendwie auch zertifizieren kann und miteinander vergleichen kann, weil das ersetzt, glaube ich, jeden Leadership-Kurs auf der Uni oder wo auch immer, weil da lernt man es wirklich in der Praxis. Und das zählt am Arbeitsmarkt und gehört genauso in der Bewerbungswappen mit dazu. Und wenn wer gleich qualifiziert ist, was Ausbildung betrifft, dann gehört auf jeden Fall derjenige bevorzugt, der ehrenamtlich engagiert ist. Danke dir fürs Erste. Ich habe gerade gestern auch wieder darüber geredet, wie in der allerersten Klasse der Oberstufe Klassensprecherin war und dann am Ende vom Jahr, ich weiß nicht, ein Zertifikat gekriegt habe. Und das ist so was Kleines und es ist trotzdem eine große Wertschätzung, wenn du dann von der Direktorin irgendwie dieses Zertifikat überreicht wirst und gesagt wird, hey, danke, dass du es gemacht hast. Und ich habe jetzt trotzdem nur immer was, wo ich jetzt sagen kann, nee, das habe ich gemacht. Gut, danke dir, Claudia, fürs Erste. Ich will zum Herrn Zentner rüberschwingen. Und zwar haben wir jetzt schon von der Claudia gehört, dass sie doch sehr viele junge Erwachsene engagieren, ehrenamtlich engagieren. Aber wie schaut das jetzt wirklich aus? Also wie ist da der internationale Vergleich? Gibt es da irgendwie Erwägungen, irgendwie Zahlen, die Sie uns nennen können? Ja, danke für die Frage. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und was ich möchte als Erstes nur mal dazu sagen, bin eh schon so alt, aber ich werde euch duzen. Nicht deswegen, weil ich so viel älter bin, aber ich hoffe immer drauf, dass irgendjemand dann zurückduzt, dass ich mich dann nicht ganz so alt fühle. Also wenn die Claudia gesagt hat, es ist fast die Hälfte ehrenamtlich aktiv, dann ist das tatsächlich der Fall. Ja? Aber es ist nicht die Hälfte in Vereinen aktiv. Das muss dazu gesagt werden. Ja? Und das ist vor allem der große Unterschied zwischen einem zentraleuropäischen Ansatz, in dem das Vereinswesen ein starkes Element der Gesellschaft darstellt, wo also Organisationen eigentlich eine Plattform bieten für junge Menschen und auch für ältere Menschen, sich zu engagieren, etwas anzubieten und für andere, vor allem für die anderen Personen im Verein, aktiv zu sein. Ja, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, egal ob das jetzt der Sportverein ist, eine Jugendorganisation oder die Schülerunion ist. Ja, also man übernimmt eine Aufgabe, die in erster Linie mal für andere in der gleichen Organisation da ist, damit aber dann auch natürlich nach außen wirkt, ganz, ganz massiv. Wir sehen aber, dass das nicht in allen europäischen Ländern der Fall ist. Es gibt aus unterschiedlichen Gründen, also zum Beispiel in den Ländern südöstlich von uns besteht nach wie vor eine große Skepsis gegenüber Organisationen und Vereinen, weil man dann sagt, die sind zu nahe an einem ehemals diktatorischen Staatssystem dran. Und das heißt, da organisiert man sich viel mehr in einer Nachbarschaftshilfe, in einer anderen Struktur. Und das ist für junge Menschen in Österreich aber auch zunehmend eine große Bedeutung. Das heißt, wenn wir fragen, wo sind die Leute engagiert, dann ist es in der lokalen Gemeinschaft. Und die schaut natürlich ganz anders aus ich sage es jetzt einmal, in einer kleinen oberösterreichischen Landgemeinde oder in Wien. Dann bedeutet das was anderes für die Leute. Ja, und man tut sich in Wien auch schon schwer, einen Verein zu finden, dann zu sagen, so, da kann ich jetzt in der Nachbarschaft aktiv sein. Da ist es eher etwas, was über Selbstorganisation passiert, wo man sagt, ich setze mich für meine Nachbarin ein, weil die zu alt ist, mit ihrem Hund runterzugehen. Und wir sehen genau dieses Engagement bei den jungen Menschen in ganz Europa. Also das hat Covid gezeigt, dass das massiv zugenommen hat, dieses wirklich im engsten Umfeld gegebene Engagement, das da ist. Grundsätzlich ist aber das Engagement in Österreich sehr, sehr hoch. Wir gehören zu den Ländern, wo die jungen Menschen und auch die Erwachsenen deutlich mehr Engagement zeigen als in anderen. Jetzt haben wir von Europa geredet. Gibt es da auch irgendwas über die Europagrenzen hinaus? Kann man das irgendwie vergleichen? Ja, es sind ganz andere Wege, wenn wir beispielsweise in den USA schauen. Also da ist Ehrenamt etwas sehr, sehr Wichtiges und es wird dort vor allem auch sehr, sehr gesellschaftlich hochgeschätzt in der Hinsicht, dass es im Lebenslauf etwas wert ist. Das führt allerdings, und das ist die Gefahr, die ich auch sehe in einer
sagen wir mal, Leistungsgesellschaft, führt das auch dazu, dass viele Menschen einem Verein beitreten, um zu sagen, sie haben etwas gemacht, aber dort drinnen eigentlich nicht wirklich etwas für die Gesellschaft weiterbringen. Und viele andere machen das nicht. Aber das sind, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind die einzigen Daten, auf die ich da noch zurückgreifen kann, wo man das sieht. Und es ist vor allem in den USA, ist es vor allem ein sehr stark sozial unterschiedliches Engagement. Also wir sehen es, da muss man dann auch wiederum Rassenunterschiede nehmen, etwas, was wir in Europa ja nicht mehr verwenden würden. In den USA ist das nach wie vor ein ganz, ganz großer Bereich. Und die Ehrenamtlichkeit, die dort anerkannt wird, wird vor allem von den weißen Strukturen angeboten. Jetzt probiere ich es mit dem Du. Und zwar, wie siehst du denn den Nutzen des Engagements? Also der Nutzen des Engagements ist natürlich in vielen Bereichen gegeben. Wenn ich jetzt nur bei der Gesellschaft beginne, können wir uns das gar nicht wegdenken. Ja? Das Engagement, die Bereitschaft von jungen Menschen beginnen, so wie es Claudia gesagt hat, also beim Mithelfen am Anfang bei der Organisation eines Festes, bei den ersten Klassensprechervertretungen. Ja? Also da beginnt das ja, dass man sich für andere einsetzt, Verantwortung übernimmt und etwas weiterbringt. Und das sind Dinge, die in vielen Bereichen einfach durch Institutionen gar nicht zu leisten sind. Ja? Der zweite Punkt ist aber, dass man durch das ehrenamtliche Engagement für sich selbst sehr viel gewinnt. Und da ist das erste Mal, dass man extrem viel lernt. Ja? Nonformales Lernen, das muss gar nicht so sehr in dem Bereich tätig sein, dass ich sage, ich muss für andere etwas machen. Das kann durchaus etwas sein, ich bin einfach im Verein aktiv. Allein dadurch lerne ich extrem viel. Ja? Das ist etwas, was viel zu wenig gesehen wird, und die Anerkennung des nonformalen Lernens, da sind wir leider Gottes in Österreich noch nicht so weit, wo wir sein sollten. Da ist man in anderen Ländern wesentlich weiter, auch deshalb, weil man dort eine engere Kooperation mit der Schule hat. Ja, und der letzte Punkt, den ich jetzt einmal neben dem nonformalen Lernen bringen würde, das wäre dieser ganz, ganz persönliche Nutzen. Ja? Es tut gut. Es ist etwas, wo man sich nachher bildlich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, wow, das hast du gut gemacht, ja? Da hast du jetzt was weitergebracht. Und ja, man sollte auch nicht dagegen sein, dass das auch Spaß machen darf. Ja? Das sollte bitte nicht vergessen werden. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Nutzen betont werden muss. Ja? Und der sollte durchaus auch in Form eines egoistischen Zugangs gesehen werden. Wir sind nicht verpflichtet, ein Ehrenamt zu machen und ehrenamtlich tätig zu sein, sondern es ist etwas für einen selbst. Und man macht es einfach, weil man ein Mensch ist. Menschen sind Teil von Gruppen gewesen, immer. Und man ist für andere da. Und von dieser Stufenleiter würde ich dann, also eigentlich ist es natürlich von unten nach oben, aber beginnen wir mal bei der Gesellschaft. Für die Gesellschaft ist es wichtig. Aber damit es bei den jungen Menschen ankommt, würde man manchmal vielleicht ein bisschen mehr auf den Eigennutzen schauen sollen. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Und zwar, der Eigennutzen würde mich auch an die anderen zwei Diskutanten interessieren. Also was sagt ihr jetzt? Vielleicht auch ein bisschen rückblickend. Was war so der größte Nutzen? Oder was habt ihr so, was war so das größte Learning für euch? Das fange ich immer an. mein größtes Learning, ja, ich glaube, man kann es so pauschal nicht sagen. Ich glaube, viel passiert da, ohne dass es einem bewusst ist, gerade in jungen Jahren. Also das checkt man vielleicht erst ein paar Jahre später, wenn man vielleicht dann beruflich auch irgendwo mit ähnlichen Dingen zum Tun hat, gerade Organisation, dass man ja solche Dinge schon mal im ehrenamtlichen Bereich gemacht hat, wenn man eine Veranstaltung, eine Kampagne, was auch immer organisiert hat, wenn man ehrenamtliche Leute einteilen hat müssen und gewissermaßen da schon Leadership gezeigt hat. Für mich persönlich ist es in Zeiten wie diesen mein Eigennutzen der, dass es ein wunderbarer Ausgleich ist. Und ich hoffe, der kommt bald wieder, wenn Musikprobe zum Beispiel wieder angeht. Andere Leute, sage ich immer, machen gern Sport, gehen gern Renner, zu denen zähle ich mich nicht.
Für mich ist es wirklich das, weil ich ein geselliger Mensch bin. Und ja, im letzten Jahr war das durchaus auch ein Lernprozess für mich, dass man nicht jedes Wochenende aus dem Haus gehen kann und sich mit seinen besten Freunden zusammensitzen kann, die man aus dem Ehrenamt da kennt. Also das hat ja sehr fließende Grenzen, sage ich einmal auch. Oder dass man irgendwelche Dinge miteinander unternimmt. Das ist schon ein Lernprozess per se gewesen, aber für mich ist der größte Eigennutzen, dass es Ausgleich ist und dass es mich, dass ich runterkomme, wenn ich am Freitag nach einer Parlamentswoche zum Beispiel Musikprobe gehen kann und neben mir den 60-jährigen Tubisten sitzen habe, auf der anderen Seite einen 12-jährigen auf der Posaune. Also das ist wirklich sehr ausgeglichen und da hat man irgendwie so die Gesellschaft auch wieder gespiegelt. Danke dir, vielen Dank. Ich habe noch mal Manfred, um bei der Claudia anknüpfen. Ich glaube, das passiert mit der Zeit einfach auch, dieser, also die in der Regel, oder wie es meiner Meinung nach auch sein sollte und wie es ja Gott sei Dank auch so gut wie immer der Fall ist, engagiere ich mich ehrenamtlich, weil ich es ja also eher freiwillig mache und dadurch natürlich auch per se keine Gegenleistung erwarte. Und so bin ich natürlich damals auch dazu gekommen und auf die Frage eben bezogen, was da für mich vielleicht der größte Nutzen dann einfach war, rückblickend. Glaube ich, einfach viele Dinge im Bereich zwischenmenschlich, ja, wie ich Erfahrungen sammle, wenn ich mit Personen umgehe, mit denen arbeite, wie gehe ich in Stresssituationen um und viel über mich selber, ja, wie agiere ich in Stresssituationen, wie reagiere oder wie agiere ich mit anderen Menschen, die ich mal besser kenne, schlechter kenne, ja, genau, ich glaube, so würde ich so den größten Selbstnutzen vielleicht also im Nachhinein jetzt genau beschreiben. Manfred, hast du vielleicht irgendwie andere Beweggründe, warum sich Leute engagieren? Ja, also was Philipp jetzt zum Schluss gesagt hat, das verlangt natürlich sehr, sehr große Selbstreflexion schon. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, wo der Unterschied dann besteht zwischen einem organisierten Engagement über Vereine und diesem selbstorganisierten, dass man einfach da ist für andere Leute. Ja? Ich glaube, in der Vereinsstruktur hat man die Möglichkeit, dass die jungen Menschen und auch die Älteren einfach sich bewusst werden, wie viel sie eigentlich für sich selbst machen. Ja? Und das ist gut, dass sie es für sich selbst machen. Das ist entscheidend, dass man es nicht als Verpflichtung sieht. Wir haben Untersuchungen gemacht schon vor 15 Jahren. Da haben wir untersucht, warum junge Menschen Vereine verlassen haben. Ja? Und einer der wesentlichen Punkte war, aus der Sicht der Jugendlichen, sie haben nicht die Angebote gefunden, wo sie mitmachen konnten und durften sich nicht einbringen. Und die älteren Vereinsmitglieder haben alle gesagt, ja wieso, wir haben die doch immer aufgefordert, da mitzumachen, die haben doch voll partizipieren dürfen. Was aber in Wirklichkeit nichts anderes ist, als dass man ihnen gesagt hat, mach die Arbeit, die wir von dir verlangen. Ja? Und man hat sie dann eigentlich dabei stehen lassen. Ja? Und man hat nicht, ihnen dann nicht gezeigt, was es jetzt eigentlich wirklich gebracht hat. Natürlich haben sie gesagt, das hat Spaß gemacht. Ja? Aber dass da mehr dahinter ist und dass man da was macht, das sollte man auch, das muss man auch lernen zu reflektieren. Da gibt es auch Angebote, wo man merkt, ich denke an den Youth Pass von der Europäischen Union, wo es, der leider Gottes nur für EU-Projekte gegeben ist, wo man aufgefordert ist, was war hier für ein Lerneffekt? Ja? Und der wird aber nicht beurteilt von den Personen, die das veranstalten, sondern für die Menschen selbst, die es gemacht haben. Das ist etwas, was extrem wichtig wäre, dass man sich mit dem auch auseinandersetzt. So, nicht nur, ich habe jetzt was Gutes getan für meine Mitmenschen, sondern was habe ich davon gehabt? Und es ist nicht böse, darüber nachzudenken, zu fragen, was habe ich davon gehabt? Ja, und das ist ein entscheidender Punkt und das muss man lernen. Das lernt man nicht von allein. Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe nur eine Anschlussfrage, also jetzt waren wir schon im internationalen Vergleich und jetzt auch zum Vergleich der Altersgruppen. Also wie schaut es da vielleicht in Österreich aus, wie schaut es vielleicht EU-weit sogar aus? Ist die Jugend engagierter oder sagt man da, okay, die Jugend, die hat eh selbst mit ihr zu tun, die hat eh lieber feiern, die engagieren sich nicht so viel wie jetzt zum Beispiel ältere Altersgruppen?
Sie entscheiden. Da gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Wenn ich über Vereinsstrukturen gehe, dann hören wir und dann sehen wir es auch, dass Jugendliche weniger engagiert werden. Ja? Wenn es aber darum geht, aber das liegt aber auch daran, wie viele Vereine gibt es für junge Leute, wie viele gibt es für ältere Leute, ja, und wo ist wer dann drinnen. Wenn wir aber über ehrenamtliches Engagement, über Nachbarschaftshilfe, über sich für andere einsetzen reden, dann sehen wir, dass die jungen Leute genauso engagiert sind wie die Älteren. Und das vor allem, also was wir auch sehen, ist, es gibt zwei große Löcher, wo das bei der Vereinsmitgliedschaft abnimmt. Ja. Das eine ist einmal so im Alter von 10, 12 Jahren, wenn es ein Kinderverein war, da bricht es ein. Und dann ist ein zweites Mal dieses Einbrechen bei den Jugendorganisationen mit 16, 17. Der Rest bleibt dabei und engagiert sich dann auch weiter. Und viele von denen, die weggegangen sind, gehen in den gleichen Verein oder in andere Vereine später wieder rein und sind aktiv. Ja? Also das sehen wir. Wir dürfen jetzt auch nichts, und wer uns fehlt, ja, wer uns fehlt von den Altersgruppen, sind in Wirklichkeit die Leute zwischen 35 und 50. Ja. Die sind in Wirklichkeit am wenigsten in dem nicht formellen Bereich aktiv und in den Vereinen sind sie da drinnen, aber wenn wir jetzt dann fragen, wer ist da ehrenamtlich tätig, sind es immer dieselben Leute. Ja. Da hören wir dann auch sehr oft, da muss ich ja am Wochenende hingehen. Und ich denke, das ist dann der Unterschied. Ja? Wenn man dann sagt, ich muss ja hingehen, weil es macht ja sonst keiner, da ist dann die Frage, ob das jetzt dann noch etwas ist, was man gern macht. Aber das nur nebenbei. Und es gibt Untersuchungen, das ist jetzt nicht meine Altersgruppe, ist leider meine Altersgruppe, aber nicht mein Untersuchungsbereich. Da kommt eben raus, viele von den Älteren, vor allem am Ende der beruflichen Laufbahn, beim Einstieg in die Pension, die beginnen danach wieder mit einem gesellschaftlichen Engagement, ehrenamtlichen Engagement in Vereinen, weil sie auch selbst aktiv sein wollen. Und das sagen sie auch ganz bewusst. Ja, und das finde ich dann das Spannende, wenn die Jugendlichen sagen, ich mache das eigentlich für mich selber, um gesund zu sein, um Spaß zu haben, dann würde man sagen, boah, die sind ja total egoistisch. Wenn man alten Leuten, wenn die aber sagen, ah, das ist gut, die machen das, um nicht zu verkalten, um gesund zu bleiben, um aktiv zu bleiben, dann sagt man, das ist Selbstvorsorge. Das ist großartig. Die Gründe sind sehr, sehr ähnlich, werden aber anders formuliert. Ja, das ist eigentlich der Punkt. Und was wir natürlich auch sehen, sie engagieren sich unterschiedlich, also in unterschiedlichen Bereichen. Ja. Aber das liegt auch an der, jetzt nicht überraschend. Ja. Wenn, ich halte es eher problematisch, wenn in manchen Jugendorganisationen der Hauptteil der ehrenamtlichen Funktionäre über 30 ist. Ja. Natürlich braucht es diese erfahrenen Leute, aber ja, okay. Ja, jetzt haben wir sehr viel über die Gruppe geredet, weil sie die sich engagiert. Was sind denn auch noch Gründe, sich nicht zu engagieren? Also vielleicht in der Jugend oder wie du vorher gesagt hast, Manfred, in der Gruppe der 35- bis 50-Jährigen. Was sagen die, wenn man sie fragt, warum sie sich halt nicht ehrenamtlich engagieren? Also die Gründe, die wir finden bei den Jugendlichen, wenn wir fragen, warum bist du nicht in einem Verein? Also das kommt ja nicht. Das ist ja leider dann diese Gleichsetzung. Ja. Wir sind bis jetzt noch nie auf die Idee gekommen zu fragen, warum hilfst du nicht deinem Nachbarn, ja, oder irgendjemanden? Weil wir natürlich sehen, dass der Großteil der Jugendlichen, mehr als 50%, ihren Freunden, Freundinnen jederzeit helfen würde. Ja. Und das ist natürlich auch ein ehrenamtliches Engagement. Nur da denken wir natürlich nicht dran, dass das dann eigentlich gleichzusetzen ist. Ja. Wenn wir jetzt aber auf die Frage zurückzukommen, warum bin ich nicht in einem Verein aktiv und engagiere mich dort? Der Hauptpunkt ist das Image vom Vereinswesen eigentlich. Ja. Das heißt, wir haben ein oder zwei Punkte, die die jungen Leute erlebt haben in ihrer Geschichte im Verein, wenn sie es ausprobiert haben. Sie konnten sich nicht einbringen und das wird als pars pro totum genommen für den gesamten Verein. Ich kann mich hier nicht verwirklichen. Das ist Punkt Nummer eins. Das ist das, was am deutlichsten ausgedrückt wird, warum man einen Verein verlässt. Ja? Der zweite Punkt,
da kann der Verein oder da kann die Vereinslandschaft sehr wenig tun. Der zweite Punkt, und der ist einfach eine Überforderung in unserer Gesellschaft. Ja, es ist einfach keine Zeit vorhanden, dass junge Leute sich engagieren können. Denn das ist für viele Leute, also wenn wir uns ansehen, zum Beispiel beginnen wir mit den Klassensprecherinnen. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Klassen eine Klassensprecherin haben oder einen Klassensprecher haben, der einfach eine Kröte ist. Also ich meine jetzt nicht sozial gesehen eine Kröte, sondern so einfach es nicht schafft, nicht gut ist, nicht weiterkommt und die ganze Zeit lernen muss, damit man da durchkommt. Ja? Das sind Leute, die deutlich, unter Anführungszeichen, ich bitte, ich möchte jetzt nicht der Schülerunion auf die Zehen treten, ja? Aber in Wirklichkeit sind es Leute, die in der Lage sind, die es sich leisten können, ja, sozial aktiv zu sein, weil sie die Zeit haben, weil sie nicht tagtäglich diesen Lernstress haben, weil sie nicht in die Nachhilfe geschickt werden für jeden zweiten Gegenstand. Und das zieht sich leider durch in der Gesellschaft. Ja? Wir sehen es bei vielen Personen dann im, also männlich-weiblich Unterschied, Männer deutlich mehr in Blaulichtorganisationen aktiv, ja? Frauen mehr auch dann wieder im nicht organisierten Bereich Nachbarschaftshilfe aktiv. Wir sehen es, dass der gesellschaftliche Druck, die Zeit, der Zeitmangel ganz massiv erlebt wird. Ja? Und das würde ich jetzt gar nicht sagen, dass, ob der jetzt stimmt oder nicht. Es geht darum, dass er erlebt wird. Und dazu kommt dann das, was keiner sagt, aber was halt in der Gesellschaft, was in der Interpretation durch die Soziologie sich immer wieder zeigt, ist, scheinbar widerspricht Vereinstätigkeit der Individualisierung in unserer Gesellschaft. Ja? Was nicht stimmt, ja? Aber das ist genau das, was scheinbar so der Fall ist. Da geht es wiederum um eine Imagefrage. Man verlangt, sich selbst jedes Mal neu zu erfinden und genau zu gestalten. Und da ist natürlich die Fülle der vorhandenen Angebote, wo ich so etwas machen kann, ob das die Theatergruppe ist oder ob das die Schülerinnenvertretung ist, ob das die Studentenvertretung ist, ob das eine politische Partei ist oder der Musikverein oder der Sportverein. Überall dort habe ich Möglichkeiten. Und wir sind in all diesen Bereichen heute drinnen, gleichzeitig. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich eine Überforderung bereits durch diese Fülle von Angeboten. Und dieser Zeitdruck, dieser scheinbare Zeitdruck lastet auf vielen von uns in der Gesellschaft, der uns davon abhält, dann wirklich dabei zu sein. Und ich weiß, ich rede schon sehr lang, aber ich würde ganz gerne noch eines dazu sagen. Das führt natürlich auch dazu, dass man das Gefühl hat, ich würde gern jetzt für dieses Projekt würde ich gern was machen, aber danach bitte würde ich wieder gerne Pause haben. Und diese Projekthaftigkeit der Mitarbeit ist auch eine Herausforderung für viele Organisationen. Wie kann ich das denn für mich hinkriegen, dass dann wirklich jedes Wochenende bei der Landjugend beispielsweise dann trotzdem was passiert? Danke dir. Und zwar würde ich jetzt gerne die Diskussion wieder ein bisschen öffnen. Wir haben vorher schon kurz über die Corona-Krise, wir haben kurz über Vereine geredet. Und jetzt da die Frage an euch alle drei. Jetzt ist gerade das Vereinsleben oder das Leben, sich zu engagieren, eher so geprägt von Videokonferenzen, geprägt von eher mehr Stress, eher die lustigen Sachen werden mal aufs Nebengleis gestellt. Und ich würde sagen, das betrifft uns alle. Ja. Jetzt die Frage von meiner Seite. Was braucht es denn nach der Krise? Also wir sagen, es ist alles wieder vorbei. Ja. Wir kehren wieder zur neuen Normalität zurück. Und was braucht jetzt da in Österreich, das braucht es für Vereine, für Organisationen, damit wir es wieder hinkriegen, damit wir das Vereinsleben wieder auf Schwung und auf Spur kriegen. Vielleicht fangen wir mit Philipp an. Sehr gern.
Ich habe vorhin eh schon ganz kurz genau bei deiner Frage, glaube ich, schon ein bisschen angeknüpft. Ich glaube, der große Vorteil jetzt aus den vergangenen Monaten oder Januar raus, glaube ich, ist ja mal, dass man es generell geschafft hat, ein bisschen sich, glaube ich, intern weiterzuentwickeln und auch eben den digitalen Bereich ein bisschen auch mehr zu entdecken. So gesehen, glaube ich, ist das auch jetzt auch eine coole Möglichkeit, dass einige Organisationen draufkommen und einmal eigentlich ihre unter Anführungszeichen 0815 Aktivitäten hinterfragen und sagen, hey, brauchen wir die wirklich? Können wir die nicht abändern? Angefangen von, weiß ich nicht, wir haben alle 2 Wochen eine Sitzung, müssen wir da wirklich, weiß ich nicht, in Österreich mit dem Zug oder mit dem Auto immer hin und her fahren oder können wir die nicht einfach digital machen? Bis hin zu natürlich anderen Veranstaltungen. Und wie du gerade auch gefragt hast, glaube ich, was jetzt auch generell dann wieder brauchen wird in den kommenden Wochen oder wahrscheinlich im Blick dann eher Monaten. Glaube ich, auch der erste große Punkt, glaube ich, generell Zuversicht. Kindern und Jugendlichen, glaube ich, fällt es gerade einfach noch schwer, weil es halt für sie gerade einfach hart ist, um halt durchbeißen zu müssen. Stichwort auch psychische Gesundheit, was gerade einfach immer mehr und immer größeres Thema wird. Ich glaube, das wird zukünftig ein großer Anknüpfungspunkt sein. Und sonst natürlich damit auch Hand in Hand gehen, dann auch wie vorhin schon von mir kurz erwähnt, ich glaube, einfach die politischen Rahmenbedingungen, dass man halt gewisse Möglichkeiten einfach hat, als im ehrenamtlichen Rahmen genau wieder Tätigkeit nachgehen zu können, um im besten Fall rausgehen zu können, sich genau wieder treffen zu können. Genau, das sind so für mein Gefühl die nächsten größeren Punkte, die auf uns zukommen werden. Glaubst du, gibt es in 10 Jahren nur eine digitale BV-Vollversammlungen, Sitzungen? Das ist echt spannend. Ich habe vor ein paar Tagen genau über das Thema mal geredet intern und ich weiß, was Stand der Dinge war, dass das bisher noch nie am Schirm war, diese Vollversammlung digital zu machen oder Gegenstück die Wahlprozedere digital zu machen. Aktueller Stand ist sicherlich, dass das Wahlprozedere, da das in der Regel recht aufwendig ist und einige Stunden dauert, sicherlich die nächsten Jahre digital bleibt. Bei den Vollversammlungen, glaube ich, muss man sich das anschauen. Ich glaube, bei der BJV ist noch immer ein bisschen ein anderer Punkt, dass auch viel um Vernetzung und Austauschen geht. Ist halt einer der unter Anführungszeichen größten Events im Jahr, wo man halt wirklich sagt, ich kann mich halt mit Personen austauschen und persönlich reden. Weil wie man jetzt schon in der Grunde immer wieder gehört haben, ein persönlicher Austausch oder unter Anführungszeichen physisch sich zu sehen und zu reden, ist natürlich am Ende des Tages auch immer was anderes als digital, ja. Ich glaube, wir merken auch, dass ja eine Sitzung, da geht es nicht nur um die Sitzung und nicht nur um die Tagesordnung abzuhaken. Genau. Liebe Claudia, was braucht es für die nach der Corona-Krise, um das Vereinsleben wieder in Schwung zu bringen? Ich kann vieles von dem, was ich gesagt habe, nur unterstreichen. Ich glaube, das letzte Jahr hat Ehrenamtliche auf eine andere Ebene gebracht und vieles hat digital stattgefunden. Und ich muss aber auch sagen, auch Vereine sind immer da die Optimisten in der Gesellschaft und generell ehrenamtlich tätige, die mit Zukunft an die Sache herangehen und versuchen irgendwo das Beste auch draus zu machen. Und wenn ich da an Vereine, egal in welchem Bereich, denke, haben die wirklich kreativ überlegt, was sie da jetzt machen. Einerseits haben wir Vereine, die halt natürlich in dieser Zeit wenig bis kaum aufgetreten sind, umgekehrt auch unterschiedliche Challenges, die sich dann selbst haben, was sie machen können, was jetzt in Zeiten einer Pandemie einfach auch der großen Gesamtheit auch hilft. Und diese Kreativität, glaube ich, die ist auch nach wie vor da. Was Vereine vor allem jetzt auch brauchen, ist einerseits die Öffnungsschritte, dass man tatsächlich wieder neue Erwartungen führen. Verständlich ist es klar, dass man total viele Konferenzen gehabt hat, aber ich glaube, jetzt noch an solchen Konferenzen in Schule, Arbeit und Uni lassen die Disziplin auch schon sehr nach. Ja, bei vielen Sitzungen oder ich glaube, die Kamera, so wie auch das am Anfang im März, war das nur irgendwie ein Hype, dass man eigentlich digital zusammenkommt und nicht mehr zurück fahren muss. Aber bis bei der Sitzung hat für 1 Stunde, wo man 3 Mal so lang hinfährt. Ich glaube, das kann man ja auch positiv mitnehmen, was viele auch gesagt haben. Aber ich glaube, es ist einfach so, draußen, es geht nicht drumherum, dass man sich persönlich auch trifft, das macht Ehrenamt immer mal aus. Dass man diese Wertigkeit können auch erleben kann, dass man mit Menschen zusammenkommt. Da braucht es einfach Öffnungsschritte auf der einen Seite und so eine rechtliche Sicherheit auch. Wir werden in einem Jahr noch 2 Monate haben. Es wird kein Geheimnis sein, dass die Pandemie nicht so lange begleiten wird, sondern die Krankheit. Und irgendwie muss man Modus finden, wie man trotzdem mit ehrenamtlichen Tätigkeiten auch ermöglicht. Vereine dann motiviert und engagiert. Und ich denke auch, dass diese Zuversicht mit einer Ordnung der Leute auch wieder geben, die meine Erwartung ist gewissermaßen, dass gerade in der Jugend
Startung der Yoga-Bewegung, wo es die Only Live Once, weil wer weiß, wann kommt die nächste Pandemie, machen wir das Beste draus und alles, was wir bisher auf die lange Bank geschoben haben von, weiß ich nicht, irgendwelchen Weltreisen oder Treffen mit Freunden und dergleichen, das holen wir alles jetzt nach, weil es einfach die Zeit dann hoffentlich wieder erlaubt und das, glaube ich, das nutzt auch den Ehrenamt am Ende des Tages, wenn junge Leute auch schon scheren, dass sie wieder irgendwie unter Menschen kommen und ja, wie schon gesagt, das Beste draus machen. Danke dir. Manfred, stimmst du dazu? Sagst du quasi alles, was jetzt irgendwie verpasst worden ist, wird auch im Vereinsleben dann nachgeholt? Ja, ich bin nicht ganz so sicher. Wir haben auf europäischer Ebene das Partnership zwischen der Europäischen Kommission und dem Council of Europe, die hat so eine Knowledge Center for Youth Policy, heißt das. Und da werden alle Länder befragt, Korrespondentinnen davon befragt, wie es denn mit dem Vereinsleben, mit der Jugendarbeit im Vereinsleben vor allem gegangen ist während Covid. Und was hier eine deutliche Botschaft war, und die haben wir auch in Österreich gespürt, ist eine Angst auf dem Vereinswesen, dass sie danach, wenn es einmal vorbei ist, auch tatsächlich wieder diese Unterstützung, die sie auch brauchen, finanzielle Unterstützung und auch ideelle Unterstützung, weiterhin haben werden. Ja? Weil eben viele andere Dinge auf uns zukommen. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, wir sind hier in einer extrem schwierigen wirtschaftlichen Situation, in einer Herausforderung, wo viele Menschen einfach sagen, ja, also jetzt gibt es Wichtigeres. Ich meine, das hören wir ja jetzt auch. Ja? Das hören vor allem viele junge Leute. Ja, die sollen sich nicht so anstellen, ja, wegen der Partys. Ich habe gar nichts gehabt. Ja. Ich habe nicht einmal noch das Wort Party gehabt in meiner Jugend. Ja. Wir sind noch auf Feste gegangen, bitte. Ja. Also wir haben nicht einmal sowas gehabt. Und die Angst besteht ganz offensichtlich, dass hier die Unterstützung für Jugendarbeit wegfällt. Ja. Denn wir sind auf der anderen Seite, haben wir einen extremen Impuls bekommen in den letzten 5 bis 10 Jahren. Wir haben gehabt in der Zwischenzeit die dritte European Convention for Youth Work, wo es darum gegangen ist, die Strukturen klar zu machen und Jugendarbeit zu unterstützen. Und das sollte nicht vergessen werden. Also ich glaube, wie es auch vorher natürlich gesagt worden ist, und dem stimme ich völlig zu, wir brauchen eine gute Organisation für die Öffnungsschritte wieder. Ja, die Leute sollen gerne und sich sicher fühlen, wieder dorthin zu kommen, denn die wird nicht weg sein, die Belastungen, die Pandemie mit sich bringt. Und das Zweite wird sein, was wir gesehen haben, ist, wie die viele Vereine haben extrem viel gelernt, aber viele Vereine haben Angst, dass sie das nicht umsetzen können. Egal übrigens, ob das jetzt ein Sportverein oder ein Theaterverein ist, ja? Oder eine Jugendarbeit. Dankeschön. Das war es mit Fragen von meiner Seite bis jetzt. Wir haben auch Fragen vom Publikum. Und da würde ich fragen, was sind denn die Fragen? Okay. Welche Rolle spielt denn das soziale Umfeld im Vereinsengagement, im Jugendengagement? Okay, die Frage ist, welche Rolle spielt denn das soziale Umfeld? Ob man sich halt jetzt in einem Verein engagiert oder quasi auch was wir aus dem Elternhaus mitgeben, um sich im Verein zu engagieren? Ich fange mal von wissenschaftlicher Sicht her gesehen, wenn wir das erfragen, egal ob wir jetzt die Vereine befragen oder wir die jungen Mitglieder befragen, oder auch Personen befragen, die nicht in Vereinen sind, dann sehen wir, dass die Information einer der wesentlichen Punkte ist. Das heißt, wenn die Eltern oder andere ältere Familienmitglieder in einem Verein tätig gewesen sind, dann kennen die jungen Leute die Möglichkeiten. Ja? Und das ist vor allem dort spannend, wenn wir jetzt an Urbanisierung denken. Urbanisierung bedeutet ja jetzt auch, dass wir, dass viele Menschen den im Alter von
20 bis 35 ihre Heimatgemeinde verlassen, woanders hingehen und völlig andere Strukturen kennenlernen. Ja, das sind natürlich so große Organisationen wie eine Schülerunion auf der einen Seite oder Pfadfinderinnen, Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs auf der anderen Seite oder kirchliche Organisationen, unter Anführungszeichen gibt es die überall. Ja, auf die kann man zugreifen. Aber wenn ich etwas nicht kenne, als Zuwanderer zum Beispiel, als neu ankommende Familie, ja, wie gehe ich dorthin? Wie komme ich dort rein? Und das sehen wir natürlich auch. Also gerade Personen mit Migrationshintergrund finden wir in vielen Organisationen deutlich unterrepräsentiert. Verschiedene soziale Gruppen finden wir unterschiedlich organisiert und da gibt es auch sehr wenig Überschneidungen, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Das liegt aber an der Vereinsstruktur Österreichs, weil wir eben so eine bunte Vereinslandschaft haben. Also der Philipp wird es kennen, in der Bundesjugendvertretung sind alle drinnen, das sind dann halt auch unterschiedliche Leute. Ja, die kommen schon ganz anders zusammen. Ja, und das habe ich in meiner eigenen Organisation vorher nicht so bunt kennengelernt, die Gesellschaft. Vereine sind nicht automatisch das Abbild der Gesellschaft. Aber es heißt nicht, dass die soziale Struktur eine extreme Auswirkung jetzt darauf hätte, ob man in einem Verein aktiv wird oder nicht. Es sind nur andere Vereine, in denen man aktiv ist. Beim Sport zum Beispiel sind andere Leute, die Tennis spielen und Golf spielen, als die, die Fußball spielen. Da vielleicht dann ein Philipp sitzt sie öfters zusammen oder wenn sie jetzt so in Pause quatscht und sagt, ah ja, mein Papa war auch schon da und da tätig oder ja, ich bin eigentlich für meine Mama da dazukommen. Ich glaube, so familiär oder so extrem in der Bundesjugendvertretung, also zumindest bei unserem Vorstand nicht. Wie ich kenne aus anderen Jugendorganisationen, wo ich selber tätig war, bin, oder auch von Erzählungen, glaube ich, ist schon oft so, dass halt einfach mal Familienmitglieder eine Person mal mitnehmen, angefangen von, weiß nicht, Mama, Papa, wenn man mal dort, hey, schaut er das mal an, oder Bruder, Schwester, hey, möchtest du nicht mit dem einmal dorthin gehen und dir auch, war bei mir so, die Feuerwehr nicht anschauen, Feuerwehrjugend oder ja auch ein Musikinstrument spielen, ich glaube da schon, oder gemeinsam Freunde, ja, wenn einfach Freundeskreise und Anführungszeichen sich ja dann auch dazu motivieren und dann auch sagen, hey, da gibt es unter Anführungszeichen noch einmal eine Möglichkeit, wie ich mit ihnen Spaß und Freunde haben kann und dann genau, gehen wir dem Ganzen in der Hinsicht auch nach. Genau, da kann ich auch sehr beim Manfred anknüpfen, was ich auch sehr spannend finde, zum Beispiel ist auch, damit haben wir uns in der Bundesjugendvertretung auch beschäftigt in den letzten Monaten immer wieder. So wie der Manfred auch gesagt hat, es gibt ja die verschiedensten, also von den und Anführungszeichen von den Gruppierungen der Personen her, natürlich dann die verschiedensten Richtungen, wo sie sich engagieren. Was ich auch sehr spannend fand, da ist auch zu sehen, dass es da auch eine Tendenz oder einen Trend unter Anführungszeichen gibt von Bildungsabschlüssen her. In der Regel, dass Personen, die einen höheren Bildungsabschluss haben, unter Anführungszeichen, also williger oder mehr sich einfach ehrenamtlich engagieren. Ja. Claudia, welche Instrumente spielen deine Mama und Papa, Geschwister, oder sind sie im Gemeinderat tätig? Ja, eher unterschiedlich. Nachdem wir vier Kinder sind, kommen nicht alle noch die Eltern, aber ich. Vielleicht im Papa, noch, wird man zumindest nachgesagt. Nein, aber ich möchte da nur kurz einen weiteren Aspekt einbringen, weil sonst kann ich alles unterstreichen und ich will es nicht wiederholen, was der Manfred und der Philipp gesagt haben. Das kann auch in ein Extrem gehen, dass die Kinder sich dann wirklich verpflichtet fühlen, in Vereine zu gehen. Und das merkt man gerade in den ländlichen Gemeinden extrem, wo dann die Kinder so im Volksschulalter sind und die Eltern irrsinnig ambitioniert sind. Montag U8-Training, Dienstag Musikschule, Mittwoch Pfadfinder, Donnerstag, weiß ich nicht, Jungschau. Und so ist die Woche ausgeplant und die Kinder interessiert das nicht. Und die fühlen sich wirklich verpflichtet, dass sie da hingehen. Und das ist dann oft so der Bruch, der eben mit dem zusammentrifft, wie es der Manfred vorhin auch wissenschaftlich erläutert hat, wo dann die Kinder so im Alter 15, 16 oder auch teilweise schon früher sagen, okay, ich höre jetzt auf mit der Musikschule, das war eine schöne Erfahrung, aber ich bleibe dem Verein langfristig nicht erhalten und das ist natürlich für den Verein auch eine zache Geschichte, weil die natürlich viel Zeit investiert haben in einen Jugendlichen, genauso der Sportverein, viel Trainings investiert hat in einen Jugendlichen und der bleibt dann dem Verein langfristig nicht erhalten. Also ich glaube, da muss man aufpassen mit den überambitionierten Eltern, die möglichst viel ausprobieren wollen für die Kinder und die Kinder da regelrecht überfordern, wo dann vielleicht auch die Schulische darunter leidet.
lieber Kinder den eigenen Weg gehen lassen, frei nach ihren Interessen. Vielleicht sind, das kann ich jetzt nicht sagen, ob die auch vererbbar sind, aber ein gewisser Teil glaube ich schon, aber sie da trotzdem immer an der freien Hand auch lassen. Und dieses Thema, was der Manfred angesprochen hat, Integration durch Ehrenamt, ich glaube, da liegt eine riesengroße Chance auch drinnen, in jeglicher Hinsicht, ob das Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist oder eben auch von ja, Leute in meinem Alter, die irgendwo jetzt sesshaft werden, vielleicht auch Familie gründen und dergleichen, die woanders hinziehen, die klassischen Zugkreisten, wie man bei uns im Land sagt. Das habe ich jetzt schon oft gehört in meinem Freundeskreis, die gesagt haben, hey, Vereine sind auch so ein gutes Mittel, dass ich mich irgendwo integrieren kann in eine Gemeinschaft. Jetzt ziehe ich mit meinem Partner irgendwo hin, in eine andere Gemeinde, kenne dort keinen Menschen, aber ich habe einen Baugrund, eine Wohnung oder was auch immer da gefunden. Und wie komme ich denn zu Leuten, außer in der unmittelbaren Nachbarschaft? Naja, ich schaue, dass ich mich dort irgendwo bei einem Verein engagieren kann. Und dann habe ich mal den Fuß in der Tür und dann komme ich hoffentlich zu Leuten, die ich dann auch kennenlerne. Also Integration durch Vereine, das darf man nicht unterschätzen in jeglicher Hinsicht. Ich sehe schon, der Manfred juckt unter den Fingern, da was dran zu sagen. Ich würde gerne nur gleich eine Frage dazu stellen. Und zwar, wie ist es denn aus der Sicht der Jugendforschung, wann ist es denn gescheit, quasi mit diesem Engagement zu beginnen oder gerade auch mit der Vereinbarung zu beginnen? Genau, also ich wollte genau zu diesem Punkt der Überforderung etwas sagen, weil die, das ist eine Interpretation von den Daten, die mir zugänglich sind. Da würde ich schon sagen, dass man als Jugendlicher, ich meine, das sind ja extreme Bedingungen, die auf junge Menschen einströmen, ja. Junge Leute wollen sich selbst finden, wollen eine eigene Identität bilden, wollen mit ihrem Freundeskreis zusammen sein und sind in Vereinen drinnen und würden ganz gern die Schule zum Beispiel abwählen und nur am Nachmittag in den Vereinen sein. Da könnten sie ganz gut damit zurechtkommen. Aber irgendwann wird es etwas zu viel. Ja? Und sie müssen sich dann für einen Verein entscheiden. Aber vier andere Vereine verlieren die Person. Ja. Und das ist der spannende Punkt dabei. Wenn ich also so ein großes Angebot am Anfang setze, erzeuge ich eigentlich mehr Verluste. Was natürlich unsinnig ist, aber aus der Sicht des Vereins selbst wird es als Verlust gesehen. Jetzt, das war so ein engagiertes Kind. Ja, die wollten sich so rein, aber die haben wir leider verloren. Die sind leider zum Alpenverein gegangen. Ja. Weil die Versicherung kam, bestimmt. Ja, das war sicher der Grund. Also das werden dann so auch Rationalisierungen gefunden. Und mit was für einem Alter man beginnen soll, das kann ich nicht wirklich sagen. Ich meine, wir haben in Österreich eine Kinder- und Jugendarbeit. Ich glaube, es ist mein Telefon, das hier brummt. Ich nehme es weg. Wir haben eine Kinder- und Jugendarbeit und da beginnt man halt so mit Angeboten für 5-6-Jährige. Die sind aber natürlich nicht jetzt in irgendeiner Art und Weise als ehrenamtliches Engagement zu deuten, sondern da geht es um ein Angebot, das für junge Leute geschaffen wird. Und ich halte es für sehr wichtig, dass man das als Kind wahrnehmen kann, anschauen kann. Es sollte keine Verpflichtung damit verbunden sein, wirklich dazu zu gehen. Das ist das Hauptproblem, das viele Eltern auch damit haben. Ich sage selber, das denkt man das auch immer wieder. Jetzt haben so viele angeschaut und bei nichts bleibt es. Ja? Unglaublich, ist ja ein Witz. Aber dann erzähle ich es dann bei einem Zoom-Meeting, sage ich, ja, das sollen sie machen. Das ist genau das, was die Eltern tun sollen. Es ist für Eltern auch schwierig zu sagen, so ab wann kann man sich engagieren. Ich würde den Vereinen empfehlen, die Möglichkeit zu geben, möglichst früh Verantwortung zu übernehmen im Sinne von, sie mitmachen zu lassen, sie spüren zu lassen. Altersspezifisch. Ja. Das ist ein pädagogisches Angebot hier gefragt. Wann kann ich mitmachen? So wie sie Claudia gesagt hat, wenn man mit 13, 14 beginnt, beim Zeltfest mitzuarbeiten, ja, super. Mit 6 Jahren wird das ein bisschen früh sein. Wir haben jetzt gehört, es soll keine Pflicht sein, sich quasi im Verein zu engagieren. Was wir schon in Österreich haben, ist die Schulpflicht. Und jetzt möchte ich gern
so von euch ein bisschen wissen, hey, gibt es nicht irgendwie auch in der Schule ein Angebot, das man setzen könnte, um quasi Vereinsarbeit auch vielleicht irgendwie ein bisschen schulintern zu machen, vielleicht da einen Ausgleich zu schaffen, oder wie kindert man denn das Vereinen? Gerne, Claudia? Ich glaube, da haben wir viel Luft nach oben, gerade was die Zusammenarbeit, so dieses außerschulische Angebot in der Verknüpfung mit der Schule per se auch betrifft. Ich glaube, es läuft ohnehin im Hintergrund vieles über die Schule, weil ich weiß, okay, meine Schulfreundin, mein Schulfreund, der ist Fußballspieler, der andere geht in die Musikschule und was weiß ich. Wir machen im Sommer vor allem auf dasselbe Feriencamp oder solche Dinge. Ich glaube, einfach die Bekanntmachung einerseits von Vereinen, da kann einiges in der Schule passieren, aber auch umgekehrt, so das, was man im Verein lernt, dass das auch in der Schule irgendwie einerseits zur Sprache kommt, aber auch vielleicht irgendwo Anwendung findet. Wenn ich, weiß ich nicht, bronzenes Leistungsabzeichen oder was weiß ich gemacht habe bei der Feuerwehr oder beim Jugendrotkreuz schon in jungen Jahren mitgearbeitet habe. Also ich glaube, da kann durch eine Verknüpfung profitieren, glaube ich, beide Seiten enorm davon. Die Schule als Bildungsinstitution per se, aber auch der Verein, wenn da diese Soft Skills, die man im Verein lernt, oft unbewusst, einfach auch in der Schule nochmal irgendwo theoretisiert werden oder auch praktisch angewandt werden. Ich auch sehr gerne an, ich bin auch bei der Claudia, also für mein Gefühl gibt es viel Luft nach oben. Für mein Gefühl fängt das halt auch schon an, die Art und Weise, wie Schule heutzutage halt gedacht und unter Anführungszeichen gestaltet wird, unter Anführungszeichen mal eine Überarbeitung von Lehrplänen bis hin zu, wie schaffen wir es, die wichtigsten Dinge im Unterricht reinzubekommen, die halt wirklich relevant sind, wie Stichwort Soft Skills bis hin zu Equity Bank, allen möglichen Dingen. Und da natürlich für mein Gefühl sicherlich auch sehr, sehr cool und auch positiv zu schauen, wie schaffen wir es da, die Möglichkeit auch reinzubringen von Organisationen irgendwie oder sagen wir es mal so, ehrenamtliche Tätigkeiten zu fördern. Ich glaube, da ja auch dann der spannende Punkt ist, wie schafft man es dann natürlich auch das Ganze unter Ehrenamt zu belassen, das freiwillig ist, dazu unter Anführungszeichen eben niemand gezwungen wird. Und im besten Fall die Personen oder die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit haben, sich einfach mal umschauen zu können und das Ganze auch einfach nutzen können. Also, was mache ich gut oder was taugt mir? Ja? Was möchte ich gerne einfach machen? Wo möchte ich zukünftig eventuell arbeiten? Da vielleicht sogar anknüpfen dann eben mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Genau, und da sehe ich die Möglichkeit auch zu sagen oder zu schauen, wie schaffen wir es so zukünftig, die Schule in diese Richtung weiterzuentwickeln. Danke für die Antworten. Ich hätte jetzt nur eine ganz persönliche Frage an die Manfred. Und zwar ist Jugendforscher ja durchaus ein netter Begriff. Ja? Wie schaut denn jetzt so dein Alltag aus? Was kann man sich unter Jugendforscher vorstellen? Ist es ein, du gehst auf die Straße und interviewst junge Leute oder wie schaut das aus? Ja, also bei uns in Österreich ist Jugendforschung ein außeruniversitärer Bereich, also es gibt kaum eine Universität, in der es wirklich die Jugendforschung als Jugendforschung betrieben wird, nicht dass junge Menschen und das Leben der jungen Menschen erforscht würde, das sehr wohl. Jugendforschung setzt aber ähnlich wie Jugendarbeit an diesem ganzheitlichen Begriff des jungen Menschen an. Ja? Also es geht uns nicht um die Lernabschlüsse, es geht uns nicht um den Übergang in die Arbeitswelt, es geht uns nicht um die Gesundheit, es geht uns nicht um die Identitätsbildung und jedes Mal nicht nur, sondern es geht uns um alles gemeinsam. Ja? Und das heißt, wir versuchen in der Jugendforschung ein Bild des Aufwachsens von jungen Menschen zu zeichnen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Die einen kommen von der Pädagogik her, die anderen von der Psychologie. Ich selbst verfolge einen soziologischen Jugendforschungsansatz. Das heißt, ich frage tatsächlich junge Menschen, aber ich frage sie nicht mehr auf der Straße. Ja, das muss ich jetzt auch dazu sagen, weil ab einem gewissen Altersabstand ist dann das Verhalten, das Antwortverhalten von jungen Menschen dann nicht mehr ganz so, wie man sich das wünscht. Also die helfen mir dann eher über die Straße, als dass sie mir eine Antwort geben. Auch da sind wir wieder beim ehrenamtlichen Engagement, das kann ich dann wieder so interpretieren. Aber womit ich begonnen habe, also Werbung zu machen für Jugendforschung, kann man sagen, begonnen habe ich damit, dass ich mal bei Festen und bei Partys die jungen Leute angeschaut habe und teilnehmende Beobachtung betrieben habe, wie das so schön heißt.
Das heißt, als Soziologe darfst du ja all das machen. Du kannst überall mitmachen, kannst jede Party mitfeiern und dann immer sagen, das habe ich nur aus soziologischen Gründen gemacht. Ich war nur aus Forschungsgründen dort, um das genauer anzusehen. Heute ist bei mir der Punkt leider so, leider, ja, also für meinem Alter schon entsprechend, ich sitze mehr vor dem Computer und lese vorhandene Studien, entwickle Fragebögen, mache Gruppendiskussionen mit Jugendarbeiterinnen, um aus zweiter Hand die Informationen zu bekommen. Und manchmal erzählen mir meine Kinder noch was. Nein, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben schon, es wäre schon gut, wenn ein paar junge Jugendforscherinnen nachkämen und diese Tätigkeit, den direkten Kontakt mit den jungen Menschen aufrechterhalten. Heißt, eine Berufsempfehlung von deiner Seite, sie einmal das genauer anzuschauen. Und von meiner Seite die herzliche Einladung, falls mal wieder funktioniert, ja, falls auch wir wieder mal am Wochenende wegfahren können und ein Seminar machen können, dann laden wir dich sehr gerne und herzlich zu uns ein, um da auch zu beobachten und am Abend dann auch vielleicht mit zu feiern. Gut, eine Frage haben wir noch aus dem Publikum bekommen, und zwar an den Philipp. Philipp, die Claudia, hat vorher erzählt, was so ihre Anliegen sind, um das Engagement der Jugend zu fördern. Was ist jetzt aus deiner Sicht oder auch aus Sicht der BJV eine Forderung an die Politik, wie man das denn umsetzen könnte, wie man da in Richtung richtige Schritte setzen könnte? Das Stichwort vorhin ist schon mal gefallen. Also, wie vorhin schon erwähnt, das Thema hatten wir letztes im Sommer auch, einen gewissen Rahmen zu ermöglichen, in dem ehrenamtliche Tätigkeiten, Jugendarbeit einfach wieder möglich sein sollte, im besten Fall. Natürlich im Hinblick auf den Sommer haben wir da noch ein bisschen Zeit, aber genau, ich nehme mal an, dass, was ich weiß, ist von uns sicherlich intern ein recht großes Thema, das jetzt einfach immer mehr kommt, damit einfach Kinder und Jugendliche wieder einfach die Möglichkeit haben, ihren Tätigkeiten hier nachgehen zu können. Dass da so gesehen politische Rahmenbedingungen, unter denen, keine Ahnung, Kleingruppengrößen, Outdoor-Aktivitäten etc. irgendwie wieder in die Richtung. Sonst natürlich, Manfred hat das vorhin auch erzählt, Themen natürlich auch generell Sicherheit und Richtung Verlässlichkeit auch schauen zu können, dass natürlich die Jugendorganisationen weiter in ihren Tätigkeiten nachgehen können. Dann natürlich auch das wichtige Thema auch, dass einfach die möglichen finanziellen Ressourcen wie in den letzten Jahren natürlich da bleiben und nicht anfangs dann natürlich in andere Bereiche also woanders hin gezweigt werden, weil in den letzten Jahren war auch immer wieder die größere Forderung da, auch zu schauen, ob Jugendorganisationen weitere finanzielle Mittel bekommen. Natürlich unter der jetzigen Betrachtung der aktuellen Situation ist das natürlich, braucht man dann natürlich an den verschiedensten Seiten natürlich dann finanzielle Mittel. Das ist da sicherlich das große Thema, dass die zumindest einmal so bestehen bleiben. Und sonst glaube ich auch, wie vorhin auch schon mal kommen ist, die Herausforderung, wie schaffen wir es, dass sich weiterhin junge Personen engagieren. Und ich glaube, da einfach die Karte so gesehen spielen zu können, wie schaffen wir es, auch die verschiedensten Bandbreiten an Jugendorganisationen oder an Möglichkeiten, sich, finde nicht nur Jugendorganisationen, ja, wie vorhin gefallen, von wie schaffe ich es zu Hause in meiner Ortschaft zu helfen, meinen Nachbarinnen und Nachbarn zu helfen, was als ehrenamtliches Engagement gilt, sich in Jugendorganisationen zu engagieren, bis hin zu auch meinen besten Freundinnen und Freunden zu helfen, da einfach die Bandbreite aufzuzeigen, weiterhin am Ball zu bleiben, weil Ehrenamt unverzichtbar ist und das im Weiteren ein sehr, sehr großes Thema sein soll. Danke dafür. Ich möchte nur die Möglichkeit geben, weil es ich öfters dann merke in Diskussionen, wo dann ich vielleicht bin, dass ich eigentlich als Diskutantin auch Fragen an die anderen hätte. Jetzt die Möglichkeiten eurer Seite. Habt ihr Fragen an eure Mitdiskutanten? Habt ihr irgendwas, okay, das ist mir jetzt irgendwie sauer abgeschlossen, das möchte ich jetzt nochmal nachfragen? Oder das wollte ich schon immer mal wissen von einer Nationalratsabgeordnete. Wie ist denn das? Oder wie geht es denn mit dem um? Genau. Die Möglichkeit, wenn Fragen da sind. Der Manfred hätte eine. Als Forscher hat man immer Fragen. Mich würde von euch allen interessieren, wie es euch persönlich geht in der Covid-Zeit mit Ehrenamt. War es eine Herausforderung für euch, ehrenamtlich tätig zu sein, oder hättet ihr euch gewünscht, dass irgendjemand für euch ehrenamtlich etwas übernimmt?
Vielleicht starten wir mit der Claudia. Also es war ein Jahr, das ich so mit keinem anderen vergleichen kann und ich hoffe, dass wir da wieder zu dem zurückkommen, wo wirklich was möglich ist. Da rede ich jetzt gar nicht von den großen Festl, wie ich eingangs gesagt habe, zum Organisieren, sondern mit einer vernünftigen Sicherheit erste kleine Veranstaltungen und dergleichen wieder zu machen oder einfach Vereinsleben zu ermöglichen, dass man sich einfach sieht und da gerade im Jugendarbeitsbereich was möglich ist. Ja, gewünscht hätte ich mir, dass mir wer hilft, aber das ist auch geglückt in die 14 Tage, wo ich selbst in Quarantäne war. Gott sei Dank gibt es einen guten Freundeskreis, der ihm dann Lebensmittel vor die Türe stellt und mit dem Nötigsten versorgt. Ja, es war irgendwie ein unstrukturiertes Jahr, muss ich auch sagen. Also ich kann das bei diesen Sorgen jedes Jugendlichen nur unterstreichen und jetzt bin ich schon 26 Jahre, also ich stecke nicht mehr in der Schule. Aber es ist irgendwo, ich bin schon eine, die Struktur braucht, die einen Tagesplan braucht, was ich mache, dass ich auch tatsächlich die Disziplin habe, dass ich was weiterbringe. Und mein großer Vorsatz, dass ich diese Zeit nutze, die Diplomarbeit zu schreiben, das ist nicht geglückt. Ich glaube, ich hätte mehr weitergebracht, wenn die Uni offen gewesen war. Und ich verstehe an jeden, der da irgendwie, ja, zerbricht dran an dieser Pandemie, an dieser Schwierigkeit. Philipp, wie geht's dir damit? Es ist eine sehr spannende Frage. Ich habe gerade überlegt, weil ich gerade über ihre und dafür sein Bild so To-Dos geredet hat. Ich war vor der Pandemie jemand, der seine ganzen To-Dos digital in seinem Handy immer drin hatte, so mit zum Abwackeln. Ich kann mich noch erinnern, dann in so März, April habe ich dann irgendwie angefangen, da ich die meiste Zeit in meinem Zimmer verbracht habe, eine zweite Pinnwand hinter mir anzuhängen, wo ich meine To-Dos also halt aufgehängt habe mit kleinen Zetteln und sowas und bin dann eigentlich eh drauf gekommen, auch wenn man jetzt mehr Zeit hat, am Ende des Tages, die man sich spart durch Fahrzeiten oder weiß nicht, irgendwelche anderen Dinge werden gekürzt, schafft man es dann doch, wenn man halt einfach eine Person ist, die sich gern ehrenamtlich engagiert, seine Zeit dann anders zu füllen. Also dann poppen entweder irgendwelche To-Dos auf, die ich seit 3-4 Jahren vor mir her schiebe, oder halt andere Dinge, wo du dann drauf kommst, hey, das wäre eigentlich auch super, wenn ich dann das doch noch machen kann. Also ja, hätte mir sicherlich auch mal gewünscht, wenn mir der ein oder andere ein bisschen helfen kann, aber ist aber auch wiederum Ehrenamt, was ich ja sehr gern mache, daher war das auch voll okay, auch in dieser Zeit. Ja. Weil du vorher den Weg quasi von einem Ort zum anderen erwähnt hast. Ich bin echt die Person, die in der U-Bahn ist. Ich sage es ganz ehrlich, also ich nutze halt die Wegzeit, um mir was zu essen zu holen und die Wegzeit, um das auch zu essen. Und tatsächlich ist es mir am Anfang sehr schwer gefallen, jetzt kochen zu müssen, einkaufen zu müssen und dann mir wirklich Zeit einzuplanen, wo ich ist. Genau, also da freue ich mich auch, wenn es wieder keine Maskenpflicht gibt. Gibt es noch anderen Diskutanten Fragen an die anderen? Ja, Philipp. Ja. Ich hätte die Frage gleich an euch beide. Ihr habt ja beide, kommt ursprünglich aus dem ehrenamtlichen Bereich, seid ihr ehrenamtlich tätig. Da die Frage von mir an euch, ihr seid jetzt auch beide beruflich tätig in dem Bereich. Das heißt, vielleicht können wir es ein bisschen so beschreiben, ihr habt euer Hobby zum Beruf gemacht, oder? Vielleicht so ein bisschen die Leidenschaft auch zum Beruf. Das würde mich interessieren, wie es euch da zurückblickend geht. Vielleicht am Anfang als erstes. Ich habe da vermutlich einen falschen Eindruck. Ich bin ausgebildeter Mathematiker und Philosoph und war als Lehrer tätig und habe die erste Möglichkeit zur Flucht ergriffen, weil diese jungen Menschen mir so auf die Nerven gehen. Das ist jetzt natürlich etwas übertrieben. Ja? Wenn man die Chance bekommt, wissenschaftlich zu arbeiten, wenn du wissenschaftlich, also wenn du es irgendwie das Gefühl hast, du bist so gescheit, dass du ständig neue Gedanken finden möchtest, dann ist die Möglichkeit, wissenschaftlich tätig zu sein, großartig. Ja. Ob ich es heute wieder machen würde, einen Beruf, also jetzt nicht mit Covid, ja, weil da denke ich, sind die Lehrerinnen und Lehrer auch extrem gefordert. Ja. Und die haben es wirklich nicht leicht. Aber wenn ich mir vorstelle, so einen gesicherten Weg zu haben, mehr oder weniger. Ich weiß, was ich unterrichte, da muss ich nicht selber wirklich was entwickeln. Da, jetzt machen wir ganz viele Feinde bei den Lehrerinnen und Lehrern. Das würde ich heute vielleicht doch wieder auch so machen. Andererseits natürlich, Partys beobachten ist schon schön. Also ganz ehrlich,
Ja, und ich wünsche mir nichts mehr, als dass das wieder möglich ist. Nadja, hast auch du dein Hobby zum Beruf gemacht? Ja, gewissermaßen schon, aber es ist mehr passiert, als was ich das geplant gehabt hätte. Und ich habe jetzt ein neues Berufsfeld kennengelernt, das für mich auch interessant ist, also Partys beobachten, verhalten. Das ist durchaus auch was erstrebenswert ist. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, ja, das ist bei mir vielfach durch Engagement entstanden in Vereinen, aber vor allem dann auch in der Schülervertretung. Du hast das eh gesagt, Jana, dass ich auch aus der Schülervertretung komme, dann in Oberösterreich aktiv war und so ist irgendwie so das erste Mal die Gelegenheit gewesen, dass man auch politische Luft schnuppert und irgendwie hat mir das dann nicht mehr loslassen, aber ich traue mich sagen, dass das nicht das sein wird, was ich bis an mein Lebensende mache und ich glaube, diese Mischung vor allem, die braucht es einerseits in der Politik, aber vor allem auch im Ehrenamt, um da wieder die Brücke zu schlagen zurück. Dass mehrere Generationen an einem Tisch sitzen, dass ja aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten auch kommen, Leute miteinander was zusammenbringen, das macht sehr, sehr wertvoll und diese unterschiedlichen Perspektiven, da profitiert auch der Einzelne davon und das kann ich auch an jedem nur ans Herz legen, engagiert euch und ja, ich freue mich, wenn ich dann hoffentlich irgendwann die Diplomarbeit auch geschrieben habe, dass ich Lehrerin werden kann. Manche sagen mal wie in meinem Umfeld, ich habe mir die undankbarsten Berufe gesucht, Politiker und Lehrer, also das ist in der Skala ganz unten an vertrauenswürdigen Berufen, von dem her, ja, Luft nach oben. Ich glaube, das ist ein schönes Schlussstatement, würde ich sagen. Ich habe von meiner Seite nur eine Frage, und zwar, ich will wieder meine Damen und Herren. Jetzt ist quasi unsere Diskussion vorbei, es ist Samstagabend, und da stellt sich für mich natürlich die Frage, werdet ihr heute ein Bier aufmachen oder lieber ein Glas Wein? Okay, Uneinigkeit, verstehe ich jetzt. Oder natürlich Orangensaft, absolut in Ordnung. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs dabei sein, danke fürs Mitdiskutieren, danke fürs Fragen stellen und auch an alle anderen, danke fürs Zuschauen. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch und hoffentlich sehen wir uns sehr bald auch wieder in Persona. Danke und schönen Abend euch. Danke. Ciao. Again.